Genau vor einem Jahr war meine Bekehrung auch hier. Da, wo ich das erste Mal Gott richtig begegnet bin, von Angesicht zu Angesicht, wenn man das so sagen kann. Und ich habe einfach gespürt, dass das wirklich alles, also das Ganze, was wir rund um den Glauben wissen oder auch durch die Bibel vermittelt bekommen haben, dass das wirklich alles der Wahrheit entspricht. Ich bin die Jenny, bin 27 Jahre, komme aus Österreich, genauer aus Kärnten und bin in der Altenpflege tätig, das mittlerweile schon ein paar Jahre. Und ja, wie wirkt Gott in meinem Leben? Ich kann es mir ohne Gott gar nicht mehr vorstellen, ohne unsere himmlische Mutter. Ich glaube, in der Altenpflege ist es ein Beruf, wo man immer wieder mit Leben und Tod konfrontiert wird. Der Tod ein großes Thema ist, auch in unserer Arbeit, in meiner Arbeit. Und ich habe das Glück, dass ich mit alten Menschen arbeiten darf, die dem Glauben noch eine Bedeutung zumessen oder zugemessen haben. Ich habe mit vielen alten Menschen gearbeitet, die Kriegserfahrungen hatten, immer noch haben. Und mich hat immer schon die psychologische Wirkung des Glaubens, der Religion fasziniert. Und in all den Jahren, wo ich jetzt arbeite in dieser Branche, konnte ich einfach feststellen, dass der Glaube die Menschen aus allen möglichen Krisen getragen hat. Und das hat mich sehr tief berührt, auch schon als junger Mensch, also als Teenie sozusagen, bin mit 17 Jahren eingestiegen in die Pflege und wurde dann gleich in die Front geschickt zu den härtesten Fällen. Also war auf der internen im Krankenhaus und hatte mit sehr vielen Krebspatienten zu tun, auch die vorm Ableben waren. Und ja, habe eigentlich so diesen Einblick bekommen, den vielleicht ein anderer mit dem Alter nicht hat in dieser Form. Und ja, wenn man diese Schicksale und diese ganzen Leiterfahrungen bei Menschen mitbekommt, tut sich auch im Inneren sehr viel. Und man stellt sich den eigenen Lebensfragen. Bei mir war es schon sehr früh der Fall und ich habe mir natürlich gedacht, ja, was ist der Sinn auch meines Lebens oder wo möchte ich einmal stehen? Und ja, bin dann eben aufgrund dieser vorgelebten Glaubenserfahrung der alten Menschen ins Nachdenken gekommen. Ich selbst bin auch in einer katholischen Familie groß geworden, allerdings nicht so stark ausgelebt im Glauben, war sozusagen eine Traditionschristin, nicht mehr und nicht weniger. Und ja, ich hatte dann einmal vor ein paar Jahren auch einen Tiefpunkt in meinem Leben, wo es mir gesundheitlich nicht gut gegangen ist, wo ich sehr viel Leid auch selbst erfahren habe. Und dann hat dieser Fall, den ich damals nicht verstehen und auch nicht annehmen konnte, der hat dazu geführt, dass ich Gott das erste Mal begegnet bin, in der tiefsten Stunde des Leidens. Und habe das erste Mal diese Beziehung zu Gott erfahren und auch diese Kraft, die dahinter steckt, wahrgenommen. Und da konnte ich mich dann wieder auch auf diese Erfahrungen meiner alten zu betreuenden Personen erinnern. Und das hat mich dann auch sehr berührt, auch diesen Punkt selbst erleben zu dürfen. Und ja, ich war dann ein bisschen hin und her gerissen zwischen, kann ich das alles jetzt glauben oder bin ich ein bisschen abgerutscht in eine andere Welt, die nicht unbedingt erklärbar ist. Also ich tat mir sehr schwer mit vielen Dingen und ich habe mich dann letztes Jahr dazu entschieden, das Taufversprechen zu erneuern. So hat es bei mir eigentlich angefangen. Das war dann in Österreich mit zwei Priestern. Einer davon hat dann so Heilungsseminare auch angeboten. Und da habe ich auch meinen Diakon und guten Freund Johannes kennengelernt, der dann mir von Medjugorje erzählt hat, von diesen Erscheinungen und von diesen Wundern. Und ich habe mich einfach ohne Erwartung darauf eingelassen. Also ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt. Ich habe nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall bin ich irgendwo in der Pampa und verbringe halt 14 Tage dort. Und als ich runtergefahren bin, hatte ich natürlich keine Ahnung, was mich erwarten würde. Und das erste Mal diese Glaubensauslebung
in der vollen Bandbreite mitzubekommen von diesen Menschen hier, das hat mich zutiefst berührt. Ob es jetzt die Messe war mit den Anbetungsliedern oder Lobpreis, Zeugnisse von vielen, vielen Menschen aus vielen Nationen, das hat mich zutiefst bewegt und auch wieder weitergebracht in meinem eigenen Glaubensleben. Und gestern, also am Tag, das war Erscheinungstag, genau vor einem Jahr war meine Bekehrung auch hier, da wo ich das erste Mal Gott richtig begegnet bin, von Angesicht zu Angesicht, wenn man das so sagen kann. Und ich habe einfach gespürt, dass das wirklich alles, also das Ganze, was wir rund um den Glauben wissen oder auch durch die Bibel vermittelt bekommen haben, dass das wirklich alles der Wahrheit entspricht. Also dieses Fallen und aufgefangen werden in die Hände Gottes, dieses Nicht-Allein-Sein in dieser Welt und dieser Glaubensweg, das ist auch Entwicklung meiner Meinung nach, das geht nicht von heute auf morgen, diese Vertrauensschenkung auch. Also das sind alles so Bereiche, mit denen hatte ich davor überhaupt nichts am Hut, ja, gar nichts, also keine Ahnung. Und und gestern hat mich es daran erinnert, wie Gott wirkt, wie auch die Gospa hier wirkt, die kennt das Herz eines jeden Menschen, die weiß auch, was der Mensch braucht und sie hat es auch bei mir gewusst. Und ich bin so unendlich dankbar, jetzt bin ich das zweite Mal beim Friedensmarsch auch dabei gewesen hier in Medjugorje. Und ich merke einfach jedes Mal aufs Neue, berührt es mich, stärkt es mich und bringt es mich auch immer wieder weiter in meinem eigenen Glaubensleben. Und ja, das ist eigentlich so mein kurzes Zeugnis. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt oder ob ich was ausgelassen habe. Oder wie würdest du die Führung der Mutter Gottes beschreiben? Jeder oder die meisten sagen sie, dass sie irgendwie diese Mütterlichkeit spüren. Ja, und zur Mutter hat man eigentlich von Natur aus immer eine gute Beziehung. Eine Mutter hat uns geboren, aber sie ist irgendwie die himmlische Mutter. Ja? Und im katholischen Glauben hat ja die Mutter Gottes einen relativ starken Platz. Und wenn jetzt aber hier das Bewusstsein plötzlich ist, dass sie wirklich hier erscheint, dann öffnet sich irgendwie von alleine die Tür. Das sieht man auch bei so vielen Leuten. Andererseits gibt es ja auch Botschaften, wo sie uns irgendwie einladet, wenn man nicht sagt aufruft, aber doch einladet zum Gebet. Und hast du irgendwie Erfahrungen auch durch das praktische Gebet, zum Beispiel Sing Vater Unser oder Rosenkranz, oder wie ist, du bist wirklich jung noch, ja, du bist 27 und ich kann mich erinnern, auch in dieser Zeit hat es uns damals irgendwie erwischt, wenn man so sagen kann, dieser richtige Glaube, der uns bis heute eigentlich hält, dass wir immer wieder nach Medjugorje kommen und hier irgendwie auftanken. Wie ist es in deinem Leben? Ist das jetzt das Rosenkranzgebet oder einfach das Gefühl der Nähe? Und darüber braucht man nicht viel reden, ob es wahr ist oder nicht, dass man glaubt oder nicht. Man ist froh, wenn man in der Nähe ist und man bekommt dann irgendwie eine größere Kraft. Also kannst du uns vielleicht, oder für die Seher oder für sehr viele Jugendliche, die ja ganz in einer anderen Welt leben, wie können sie das verstehen? Oder sollen die wirklich herkommen, um das hier auch zu erleben? Also ich glaube, weil du auch von Mutter gesprochen hast, also viele haben ja den Segen, dass sie auch eine gute Mutterbeziehung von Kind auf erleben durften. Bei mir war es nicht der Fall. Also ich hatte keine Mutter. Da macht es auch diese Mutterbeziehung oder die Mutterrolle in einem ganz anderen Aspekt recht deutlich. Und für mich war Maria aber trotzdem von Anbeginn meines Denkens eine ganz führende und leitende Kraft. Ich habe es immer wieder gespürt, auch früher oder im Heranwachsen selbst, diese Begleitung, diese Führung auch. Und ich bin tatsächlich von Maria zu Jesus gekommen, jetzt im Nachhinein reflektiert darüber. Aber wie du gesagt hast, wie kann ich das beschreiben oder auch den jungen Menschen mitgeben? Ich glaube, das Wichtigste in dieser Zeit heute, in unserer weltlichen Zeit, wir sind ja auch im europäischen Bereich, also in Österreich, sehr, sehr materiell ausgelegt. Das Erste, diese Innenschau. Ja, diese Innenschau, mit der Innenschau beginnt es. Was zeichnet mein Leben aus? Für was stehe ich? Die Grundwerte,
des Glaubens mal zu hinterfragen vielleicht auch oder gibt mir der Glauben etwas? Und ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg, denn ganz unvorbereitet hierher zu fahren, ich weiß nicht, ohne Glaubenszugang, das kann ich mir schwer vorstellen, wobei im himmlischen Bereich ist alles möglich. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich für den Glauben öffnet, braucht es eine hohe Selbstreflexion auch. So wie es bei mir auch war. Und ich habe dann mir eingestanden, naja, gut, ich habe zwar keine Mutter gehabt, die mich da im Irdischen begleiten konnte, weil sie selbst nicht fähig war aus ihrer eigenen Biografie heraus. Aber was macht das mit mir? Ja? Also welchen Zugang habe ich aufgrund dessen zu einer Mutter? Ja? Und kann ich Maria annehmen als Mutter, wenn ich selbst keine hatte? Also das sind alles so Themenbereiche. Jeder hat andere Themen im Leben, andere Beziehungsmodelle, Erziehungsmodelle, wie auch immer. Und sich damit zu beschäftigen, ist der erste Schritt, auch Gott oder Maria näher zu kommen. Und für mich war es ganz klar, ohne Reflexion geht's nicht, ohne Innenschau geht's auch nicht. Und ich bin auch Gott sei Dank so gesegnet mit diesem, mit dieser Fähigkeit oder mit dieser Gabe der hohen Empathie. Also ich war immer sehr reflektiert auch schon von klein auf, habe immer hinterfragt, wie fühlen sich die Menschen, wie geht es mir mit dem und dem. Also ich war immer schon sehr offen und ich glaube, das ist auch die Eintrittspforte. Wenn man ins Herz blickt und auch sich selbst begegnet, kann man auch Gott begegnen. Und ich habe dann angefangen, wo ich hier herunten das erste Mal diese Herzensbeziehung gespürt habe, was die Menschen zu Gott und Maria haben. Da ist mir auch klar geworden, dass ich am richtigen Weg bin, aber noch nicht geschliffen bin. Also ich bin noch unvollkommen gewesen und das Gebet war mir früher nicht so wichtig. Ja. Also das war für mich, ja, man betet eben, aber ich war dann wirklich bemüht, auch die Gebete, die mir am Herzen liegen, zu beten, zu lernen auch. Ja. Ich habe dann den kompletten Rosenkranz gelernt, habe ihn vorher nicht gekannt und sehr viele Gebete auch studiert. Und ich habe mich einfach in vielen Gebeten selbst wieder erkannt. Und diese göttliche Führung, die man besonders hier an diesem Ort spürt, also es passiert nichts ohne Grund hier und keine Begegnung geschieht einfach so, sondern das ist einer höheren Macht zugeschrieben. Und ich bin einfach so glücklich, dass ich diese innere Wahrheit hier spürbar erleben darf, in jeglichen Situationen. Und ja, mit sich selbst zu beschäftigen, das möchte ich noch kurz sagen, das bedarf natürlich schon auch eigene Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Das bedeutet einfach, dass man sich wirklich anerkennt als jemand, der hilfsbedürftig ist, der vielleicht auch schwach sein darf. Und dass es immer wieder Menschen gibt, die in dieser Schwachheit stark geworden sind und die viele Schicksalsschläge auch aufgrund des Glaubens bewältigen konnten. Und da kann ich mich hinzuzählen. Also ich bin auch jemand, der wirklich vieles mit dem Glauben bewältigen konnte, verarbeiten konnte. Und ich glaube, ich würde nicht hier sitzen und das Interview geben in dieser Ruhe und Glückseligkeit, wenn ich den Glauben nicht gehabt hätte. Und bist du jetzt eigentlich durch den Glauben ein glücklicher Mensch oder glücklicher als vorher? Ich würde sagen, das Kreuz trägt sich leichter. Das ist ein schöner Ausdruck. Das würde ich sagen. Also das Kreuz, wir sind nicht als glaubende Menschen auserkoren, kein Kreuz mehr zu bekommen oder das Kreuz nicht mehr zu spüren. Ich glaube, das wird immer ein Teil unseres Lebens bleiben. Aber es trägt sich leichter und in der Gewissheit, dass Gott mithilft. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, also das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Und auch dieser innere spürbare Frieden, der nur von Gott kommen kann. Also ich merke es auch im Alltag, in meiner Arbeit, wo ich früher ungeduldig war, wo ich vielleicht auch Menschen verurteilt, gerichtet habe, bin ich jetzt demütiger geworden. Ich überlege mir dreimal, wenn ich was sage. Ich verstehe auch viel mehr, ich verstehe es besser vielleicht oder ich sehe es anders. Also mit den Augen des Glaubens zu leben, bekommt ganz eine andere Qualität und Tiefe auch, würde ich schon sagen, Tiefe, ja. Das ganz bestimmt. Jenny, wirklich sehr beeindruckend. Ja. Also wir wünschen dir,
oder wir beglückwünschen auch deine Eltern, die du betreust. Wirklich, ich glaube, wenn jemand nicht nur empathisch, sondern auch gläubig ist, dass einfach die Zuwendung menschlicher wird. Mhm. Und das ist etwas, was hier in Medjugorje auch ist. Es ist ja nichts Besonderes, es ist ganz normal. Aber offensichtlich haben wir unsere Herzen immer zugemacht, sind misstrauisch, genau. Sind unruhig, laufen vor sich selber oft davon. Mhm. Und auch wenn man oft denkt, soll ich jetzt wieder fahren? Also ich persönlich bin auch gefahren, um einfach auch Reportagen zu machen. Aber am meisten bekommt man dann selber geschenkt. Auch wenn man etwas glaubt, etwas für jemanden oder für eine gute Sache etwas zu tun, wenn es wirklich von Herzen kommt, dann gibt der liebe Gott einen das Doppelte zurück. Hast du das oft auch in deinem Leben schon, in deinem jungen Leben gespürt, dass sich eigentlich die Güte und das Gute multiplizieren und dass es sich einfach auszahlt, nicht auszahlt, aber dass wir einfach belohnt werden und dass wir glücklicher werden, friedvoller werden, wenn wir wirklich diesen Weg gehen und dass wir uns auch trauen sollen, diesen Weg zu gehen, dass wir auch, so wie die Mutter Gottes Fiat gesagt hat, ja, ich bin bereit, das zu gehen. Und ich glaube, dass der liebe Gott jeden von uns immer wieder fragt, bist du bereit, willst du kommen, und uns immer wieder auch einladet und dass man diese Einladungen einfach annehmen muss. Hast du auch durch auch Freunde, die du begegnet bist, Priester, wie du früher erzählt hast von der Weihe, das einfach angenommen hast und du als dafür letztendlich auch ein kleines Vorbild bist, und auch mich persönlich hat dein Zeugnis wirklich beeindruckt. Was würdest du jetzt zum Schluss noch einmal auf das sagen, was ich jetzt hier... Ja, also das liegt mir auch am Herzen. Ich glaube, das ist so die Grundbotschaft auch von mir, oder vielleicht auch dieses mitgeben wollen. Ich glaube, ohne jetzt die Wahrheit gepachtet zu haben, denn es gibt keine Wahrheit, wir sind alles subjektiv empfundene Menschen. Aber ich glaube schon, dass heutzutage wenn das Fundament des Glaubens nicht grundgelegt ist, also wenn Menschen wirklich Schwierigkeiten haben, sich im Glauben zu öffnen, oder selbst wenn sie im Glauben stehen, immer noch irgendwo in der Schwebe sind, ja, zwischen Glaube und Unglaube, Wahrheit und Lüge, wie auch immer, und du auch gesprochen hast von dem Nächsten, also gütig annehmen oder auch dem Nächsten etwas Gutes zu tun. Ich glaube einfach, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass wir uns selbst vergessen müssen. Wir müssen uns selbst vergessen, denn nur in der Selbstvergessenheit gelangt der Mensch in die Nächstenliebe. Wir können nicht uns an höchster Stelle setzen und unsere Bedürftigkeit, unsere Gefühle jederzeit befriedigen. Das wäre Selbstverherrlichung, und das entspricht nicht den Glaubenswerten. Und gerade auch diese Selbstvergessenheit, ich muss mir da auch wirklich selbst einschließen vor Jahren. Ich habe mich auch fast teilweise mit der Selbstverherrlichung oder mit diesem Selbstgefallen wollen ins Ausgeschossen. Ja, also ich war sehr, ich weiß nicht, materialistisch unterwegs. Ich wollte immer alles gut machen, auch in den Ausbildungen, immer nur ich. Aber wenn es nur um mich geht, ja, oder um meine Bewunderung, um mein Ansehen, dann vergesse ich die Not oder vielleicht auch das Seelenwohl des anderen aus den Augen. Und das darf einfach nicht passieren. Und ich glaube, gerade heranwachsende Menschen, also Teenies, junge Menschen, die bekommen einfach meines Erachtens oft ein falsches Weltbild mit, ja, schau, dass es dir gut geht, schau, dass du was aus dir machst, schau, dass du das machst und dass du das kannst. Es ist alles gut und recht, wenn man sich lehren lässt, ja, das spricht an und für sich nichts dagegen. Nur es kommt immer darauf an, mit welchem Verständnis man das annimmt. Und ob man jetzt Arzt ist oder Verkäuferin irgendwo im Supermarkt, wir sind alle Menschen, wir sind nicht besser als der andere, nur weil jemand vielleicht mehr Kompetenzen hat als der andere. Und wenn wir diese Selbstvergessenheit nicht in unseren Mittelpunkt stellen und das Wohl des anderen auch im Zentrum haben, dann werden wir den Glauben nie ganz erfassen können. Und ich muss sagen, durch diese Selbstvergessenheit, durch dieses Verzichten
zum Wohl des anderen, führt dich noch mehr und noch tiefer in den Glauben hinein, noch mehr zu Gott und eigentlich in seine Nachfolge. Ja. Also ich glaube, das muss uns bewusst sein und ich habe das selbst erfahren in meinem Leben. Es bedarf natürlich einer Entscheidung, das ist wichtig. Ja. Also man entscheidet sich jeden Tag neu, ob man sich für oder gegen den Glauben entscheiden will. Und wie steht es in der Bibel noch drinnen? An den Früchten wird man sie erkennen. Und ich sage immer, Taten sind mehr als 1000 Worte. Also ich kann einem Menschen helfen mit Worten oder ich kann einen Menschen wirklich mit der Tat dorthin führen, wo er vielleicht gerne wäre, aber nicht kann. Das ist ein schöner Schlusssatz, Jenny. Ja. Recht herzlichen Dank für dein wirklich sehr beeindruckendes Zeugnis. Ja, ich freue mich und wünsche allen eine schöne, ja, gesegnete Zeit und all jene, die in Medjugorje sind, eine Berührung mit unserem Herrn, mit unserer Gospa. Sie weiß, wo wir stehen, sie weiß um unser Herz und wir brauchen es ihnen nur hinlegen, in Ehrlichkeit und Demut. Danke für das Interview, hat mich sehr gefreut.